Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und heute möchte ich mit euch wieder ein Baby-Video machen, denn ich bin ja schwanger und ich habe mir schon ein paar Sachen überlegt, was ich noch machen möchte fürs Baby. Und eine Sache davon ist ein Mutterpass-Hülle, eine Mutterpass-Hülle. Ich habe einfach eine ganz normale Hülle bekommen von meinem Frauenarzt. Die liegt auch irgendwo. Wo ist sie? Hier. Und da ist halt so viel drauf. Deswegen konnte ich die jetzt nicht einfach verwenden, um die zu dekorieren, sondern ich habe mir eine eigene nochmal nachgebastelt und ich möchte die heute mit euch dekorieren. Und ja, vielleicht ist das eine Idee für euch. Vielleicht habt ihr selber, bekommt vielleicht Nachwuchs oder kennt jemand, wo ihr das schenken könnt, weil das ist vielleicht auch eine ganz süße Idee. Es gibt ja ganz viele Mutterpasshüllen, zum Beispiel auch mit Filz oder so. Und wir machen das Ganze jetzt einfach aus Papier. Und ich werde da ein bisschen rumexperimentieren. Ich weiß noch nicht genau, wie es ausschauen soll. Aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall Lindgrün und Brombeermus verwenden möchte, von den Farben her. Und dann wird es vielleicht noch ein bisschen bunt, weil fürs Baby kann es ruhig ein bisschen bunt werden. Okay, also was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe schon ein bisschen rumgetüftelt. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Nein, da bleibt es gar nicht richtig zu. Also das ist jetzt aus so Klarsichtfolie. Das ist so eine Overhead-Folie. Ich zeige euch mal schnell die Verpackung. Overhead-Folien in A4 habe ich mir zwei geschnappt und habe mir daraus meine Mutterpass-Hülle gebaut. Und zwar ziemlich viel von dem Vorbild, das ich hier habe, weil ich das ganz gut fand, dass man da noch eine Klappe hat und dass man da hinten dann die Ultraschallbilder zum Beispiel unterkriegen kann. Aber es war gar nicht so einfach, weil man diese Overhead-Folie, also sie muss ja schon ein bisschen stabiler sein auf der einen Seite, damit sie das auch gut hält. Und auf der anderen Seite kann man die schlecht falzen. Und deswegen, wenn ihr das machen wollt, als kleinen Tipp, nehmt euch euer Falz, euren Papierschneider. Und wenn ihr das falzt, falzt ihr euch das am besten mit einem Papierfalter. Und zwar dann so in die Rille gehen und dann falzen über diese Folie. Weil da kann man ein bisschen besser aufdrücken, als wie nur mit der Klinge. Und beim Papier funktioniert das super mit der Klinge, aber bei diesen dicken Folien fand ich das mit dem Papierfalter besser. Also vielleicht ist das noch ein kleiner Tipp für euch. Okay. Und von den Maßen, also ich habe mich da einfach an meinen Mutterpass gehalten und an meine Vorhülle. Ich kann euch die mal schnell durchsagen. Und ja, dann müsst ihr da selber ein bisschen kreativ werden, weil wir machen heute eigentlich nur die Dekoration für das Ganze dann. Ich sage euch hier jetzt aber schnell. Also ich habe das auf jeden Fall auf 18 cm hoch geschnitten, das weiß ich noch auswendig. Genau, also 18 cm in der Höhe und in der Breite einmal ein komplettes A4-Papier, das ich dann bei 2 cm gefalzt habe und dann bei 14,5 und dann auf der anderen Seite nochmal bei 2 cm. Und dann habe ich noch ein zweites Stück in dieser Transparentfolie genommen. Das ist insgesamt 24 cm, das habe ich mir, ich würde sagen, einmal bei 4,3 gefalzt und dann noch bei, von der anderen Seite bei 8 cm. Und das habe ich mir dann da hinten noch drauf geklebt. Also ich kann es euch leider nicht besser zeigen, weil ich glaube, ihr seht es ganz schlecht in der Kamera. Aber so funktioniert es, dass ich hier meinen Mutterpass reinbauen kann, rechts und links in diese beiden Seitenhüllen. Und dann, also ich lasse es jetzt mal draußen, weil ich es gleich noch dekoriere. Dann habe ich hier noch eine Lasche, in der ich dann zum Beispiel meinen Impfausweis oder sowas oder eben Ultraschallbilder dann noch reinmachen kann und der klappt sich dann da noch mit rein. Genau. So funktioniert das Ganze. Und jetzt dekorieren wir erstmal und dann bauen wir es nochmal zusammen, dass ihr das genauer seht. Okay. Als erstes brauche ich meinen Papierschneider und die Farbe Lindgrün möchte ich als Hintergrundpapier haben. Und ich messe mir jetzt nochmal schnell meinen Mutterpass aus. Also ich habe mir jetzt hier ein Stück geschnitten in 25 cm in Granit. 25 cm mal 17,5 cm. Und gefalzt habe ich mir das Ganze bei 12,5 cm. Das ist so die Hülle von einem ganz normalen Mutterpass. Ich glaube, da gibt es keine anderen Größen. Falls doch, müsst ihr euch das ausmessen. Aber ich glaube, die sind immer einheitlich. Und das ist quasi meine Hülle. Genau, und jetzt schneide ich mir mein lindgrünes Papier zu und ich möchte ungefähr einen Rahmen haben von 1,5 cm. Das heißt, ich schneide mir das einmal bei 11 cm. 11 cm. Und dann auf eine Länge von 16 cm.
Und 16 cm ist auf diesem Brett ein bisschen blöd. Ich habe mir das dann irgendwann mal hingeschrieben, weil ich das... Ja, das ist eigentlich direkt da an dieser Kante. Ich hoffe, ihr seht das ganz gut. Da habe ich mir das hingemacht. Vielleicht ist das ein Tipp für euch und ihr könnt es auch gut gebrauchen, weil man doch manchmal ein Maß mit 16 cm hat. Okay, und das kommt jetzt vorne drauf. Und bevor ich es aufklebe, werde ich das jetzt dekorieren. Mit verschiedenen Stempelsets. Und ihr seht schon, ich habe hier schon einiges rumliegen. Ich nehme einmal die Elefanten. Die ist elefantastisch, das finde ich super cool. Dazu gibt es eine passende Stanze mit den Elefanten. Und ich nehme die Swirly Frames. Da möchte ich diesen runden, schönen Kreis verwenden. Und nachdem ich nicht genau weiß, wie ich was stempel, werde ich euch da jetzt einfach Musik laufen lassen. Bevor ich aber anfange, möchte ich euch noch einen Tipp zeigen. Und zwar mit dieser Stanze. Ich habe mir einfach einmal das hier einfach einmal ausgestanzt auf ein Stück Papier. Und jetzt lege ich mir hier meine beiden Elefanten ein. Und zwar, dass die in dieser Form drin liegen, sodass die nicht mehr verruckeln. Und dann nehme ich meinen Stempelblock, gehe da einmal oben drüber und kann mir das jetzt so aufstempeln und kann dann in einem Stanzvorgang beide Elefanten ausstempeln. Ausstanzen. Okay, also dann wird jetzt ein bisschen gestempelt. Und als Stempelfarben benutze ich jetzt auf jeden Fall mal Granit für die Elefanten und Brombeermus für den Kreis und den Rest gucke ich mal. So, ich glaube, es wird eher bunt werden und das seht ihr ja dann, das sage ich euch auf jeden Fall dann auch nochmal. Aber ich fange jetzt mal mit den Elefanten an und stempel mir da gleich mal zwei auf mein Papier und ich nehme auch die Stempel- und Perforiermatte unten drunter. Meine Stempel sind sehr feucht, ich hoffe, dass die Abdrücke trotzdem schön werden. Mal gucken. Wenn ihr das auch manchmal habt, dass eure Stempelkissen sehr, sehr feucht sind, gerade bei der Hitze, dann gehe ich immer mit dem Zewa ein bisschen drüber, nehme mir da ein bisschen Farbe ab und dann ist es besser mit den Stempelergebnissen. Meistens zumindest. Ich hoffe, es klappt heute auch. Ja, ist schon besser. Also ich möchte ganz gerne meine zwei Elefanten, dass die dieses Band hier festhalten sozusagen. Hallo kleiner Schatz. Und wenn ihr natürlich keine Big Shot habt, dann macht das gar nichts. Ihr könnt es genauso machen, dass ihr euch so einen Streifen schneidet und dann einfach am Ende zwei so, macht ihr euch in der Mitte einen Schnitt und dann von den Seiten so ein Fähnchen sozusagen. Dann können die beiden Elefanten auch so zwei Fähnchen halten zum Beispiel. Das würde auch super funktionieren. Falls ihr natürlich eine Big Shot habt und diese tollen Stanzformen, eignet sich das natürlich super. Aber klar, ich denke, das Video sehen vielleicht auch Leute, die jetzt keine Big Shot haben oder nicht so viel Bastelutensilien. Und dann macht da einfach so ein Fähnchen hin und könnt euch genauso nachbasteln. Ich mache mir jetzt noch eine Mattung unten drunter, weil ich finde, das wirkt alles sehr, sehr dunkel. Ich möchte das eigentlich viel bunter haben. Und deswegen schneide ich mir jetzt erstmal ein Papier zu auf 16,5. Ich denke, dass das so passen wird. Mal 11,5. Schauen wir mal schnell, ob es passt. Ja, passt. Und ob es dann ein bisschen heller wirkt. Ich bin aber am Überlegen, ob ich nicht den Kreis noch in einer helleren Farbe
die Rückseite macht, dass es einfach alles ein bisschen bunter ist. Also ich habe mich entschieden, ich mache jetzt den Kreis auf die Rückseite nochmal. Und zwar in Amethyst. Ja, das wirkt schon viel heller und freundlicher, das gefällt mir besser. Und dann im Blütenrosa habe ich ja schon dieses kleine Vögelchen hier. Das werde ich jetzt gleich mal da auch noch drauf machen. Nämlich total süß. Und jetzt möchte ich noch viel mehr bunte Sachen reinbringen. Also ich möchte hier unten noch zwei so Elefantchen hinmachen. Und die müssen auf jeden Fall Herzchen und Luftballone auströten. Und jetzt möchte ich die Ballone noch hinstempeln und dazu benutze ich meine Marker. Und ich male jetzt direkt auf meinen Stempel drauf, dass die Ballone drei verschiedene Farben haben. Ich finde es schön so, es ist bunt, es ist schön. Also mir gefällt es total gut. Ich werde auf die Rückseite noch mein Logo machen. Selbstgemacht in Babsis Bastelwerkstatt. Das Ganze werde ich in Granit draufstempeln. Ihr Lieben, ich habe das Ganze jetzt reingepackt in meine Hülle und es funktioniert gut, also es passt alles, es hat noch Platz und hat noch Luft. Wir haben ganz normal unseren Mutterpass innen drinnen, dann haben wir hier noch ein kleines Einschubfach. Ich nehme jetzt einfach ein Papierstück, das ich hier liegen habe, also hier könnte man noch was reinmachen in diese Hülle. Und hier habe ich auch noch so eine Tasche gemacht, wo halt Ultraschallbilder zum Beispiel reinkommen oder Impfausweis oder sonst irgendwas. Und das klappt man dann hier rein und kann es dann zumachen. Und ich habe hinten drin auch noch so eine Lasche gemacht. Also weiß nicht, ob man das unbedingt braucht. Das hatte meine bisherige Hülle nicht. Aber mal gedacht, vielleicht mache ich das dann noch hin. Also vielleicht fürs Krankenkärtchen oder irgendwas, was man da noch reinmachen kann. Das kann man hier auch noch machen, wenn man möchte. Aber es geht ja hauptsächlich ums Vorderteil und darum, dass es gut geschützt ist und dass es trotzdem süß ausschaut. Und ich finde, es ist richtig schön geworden. Ich hoffe, es blendet euch nicht zu stark. Es ist eine tolle Idee für euch vielleicht, für euer Baby oder als Geschenk für eure Lieben. Kann man das durchaus auch gestalten. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und wenn es für euer eigenes Baby ist, dann wünsche ich euch natürlich alles, alles Gute. Und falls es ein Geschenk ist, dann der werdenden Mama und dem Baby alles Gute. Und ja, eine Sache habe ich noch und zwar habe ich ja schon eine Babylampe gemacht fürs Babyzimmer. Und die verlinke ich euch oben rechts. Die ist total süß geworden, finde ich. Und guckt da gerne mal rein. Vielleicht ist das ja auch eine super Idee für euch. Ein Baby-Mini-Album gibt es auch noch. Das habe ich auch erst gemacht und das blende ich euch natürlich auch ein. Vielleicht guckt ihr da auch nochmal rein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal und ihr werdet, wenn ihr diese Glocke aktiviert, immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Wenn ihr noch weitere Baby-Ideen wollt, es kommen bestimmt noch ein paar. Ich habe noch einige Ideen. Also guckt immer mal wieder vorbei, denn ja. Ich glaube, da gibt es schon noch ein paar Sachen. Auch mit diesen tollen Elefanten, die finde ich total süß. Jetzt wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!